Herzschrittmacher. Ein älterer Mann hat den sanften Rhythmus eines gesunden Herzens in seiner ganzen mechanischen und organischen Präzision. Das Herz stolpert, schlägt langsamer und verlangsamt sich abrupt. Nun zeigt das Herz Anzeichen von Schwäche. Der ältere Mann sucht nun seinen Hausarzt auf und klagt über seine Herzbeschwerden. Der Doktor ordnet ein EKG an, in dem festgestellt wird, dass der Sinusknoten Aussetzer hat und nicht mehr alleine arbeiten kann. Ein gesunder Sinusknoten ist der natürliche Herzschrittmacher des Herzens und gibt elektrische Impulse ab, die den Herzschlag steuern. Wenn dieser beschädigt ist, kann dies zu einem langsamen, unregelmäßigen Herzschlag oder zu einem Herzstillstand führen. In solchen Fällen kann ein künstlicher Herzschrittmacher notwendig sein. Der Ablauf des Eingriffes für das Einsetzen des Herzschrittmachers. Erstens, die Lokalanästhesie wird verabreicht. Zweitens, ein kleiner Schnitt wird in der Nähe des Schlüsselbeins gemacht. Drittens, Elektroden werden durch eine Vene ins Herz geführt. Viertens, der Schrittmacher wird unter die Haut eingesetzt und mit den Elektroden verbunden. Fünftens, der Schnitt wird vernäht und der Schrittmacher getestet. Der Eingriff dauert in der Regel 1 bis 2 Stunden und die Erholungszeit ist kurz. Nach dem Eingriff sollte man in den ersten Wochen schwere körperliche Anstrengung vermeiden. Leichte Schmerzen an der Schnittstelle sind normal und können mit Schmerzmittel behandelt werden. Regelmäßige Kontrolltermine sind wichtig, um die Funktion des Schrittmachers zu prüfen und Anpassungen vorzunehmen. Nach der Erholungszeit kann der ältere Mann zu seinem Alltag zurückkehren. Natürlich sind jetzt regelmäßige Arztbesuche notwendig, doch das hindert ihn nicht, Aktivitäten und Sportarten auszuführen. Es ist nur extrem wichtig, starke Belastungen zu vermeiden. Und all das ermöglicht der Herzschrittmacher.